Greetings world, we are anonymous. Hallo Welt, wir sind anonymous. They call themselves anonymous, they are hackers on steroids. Hallo Welt, wir sind anonymous. Wir haben Kenntnis davon erlangt, dass sich Regierungsagenten unseres Namens bedienen, um damit finanziellen Profit zu erlangen, politischen Meinungen zu verbreiten oder Parteien zu bewerben. Sie nutzen Namen Anonymous, um Personen zu diskreditieren oder falsche Anonymous-Aktionen zu planen. Anonymous möchte die Aufmerksamkeit darauf lenken, denn dadurch wird der Name, der gute Ruf von Anonymous, des weltweiten Kollektives, der Brüder und Schwestern beschädigt. Anonymous ist weltweit bekannt für unsere Aktionen und Hacks gegen Regierungen und Großkonzerne. Wir sind bekannt für den Kampf gegen Korruption, Planung Massenprotesten, Märsche und wir sind bekannt für die Unterstützung unschuldiger Opfer korrupter Regierungen, Polizeigewalt, unfairer Gerichtsurteile, gieriger Banker und Konzerne, die unsere Welt zerstören. Anonymous hat sich den Respekt von Millionen Menschen rund um die Welt erlangt. Aus diesem Grund sind Regierungen besorgt. Während andere die Gelegenheit wahrnehmen, den Namen Anonymous für ihre Zwecke zu missbrauchen, sprich Gewinn daraus zu schlagen. Anonymous gibt diese Warnung heraus, damit diese gefälschten Anons, Facebook-Seiten, Webseiten, Twitter-Accounts, YouTube-Kanäle und andere Social-Network-Accounts und Profile, welche den Namen Anonymous für ihren eigenen Nutzen missbrauchen, entdeckt werden. Wir möchten euch mit diesem Video zeigen, ob ihr solchen gefälschten Seiten folgt oder nicht, wie ihr sie erkennt und eure Unterstützung entziehen könnt. Weil jeder Anonymous sein kann, weil Anonymous keinen Anführer, offizielle Seite, Kanal oder Webseite hat, ist ein solches Video wie dieses nötig, denn viele wissen nicht, dass es auch gefälschte Anonymous-Accounts gibt. Überall auf der Welt wächst die Zahl der Anonymous-Unterstützer jeden Tag rasant an. Jeden Tag stoßen neue Anons zu uns, inklusive einiger berühmter Persönlichkeiten, die erkannt haben, dass wir die Guten sind. Aus diesem Grund nutzen viele Regierungen ihre Agenten, um gefälschte Accounts zu erstellen und das weltweit Anonymous-Kollektiv zu unterwandern. Sie erlauben Anons auf ihren Seiten Co-Administratoren zu sein, um deren Profile, Seiten und andere Social-Media-Accounts ausfindig zu machen und zu schließen. Diese Agenten sind Wölfe im Schafspelz. Sie bringen den Namen von Anonymous in Verruf und posten ihre eigene ideologische Gesinnung und zerstören damit die Anonymous-Idee und das weltweite Anon-Kollektiv. Viele Kommentare, die wir wahrnehmen, zeigen den Schaden, den sie bereits erreicht haben, weshalb dieses Video nötig ist. Um alle zu warnen, dass viele Accounts, Seiten, Kanäle, von denen sie ihre Informationen bekommen, gefälscht sind, dass sie fehlgeleitet werden von diesen falschen Quellen. Es ist das oberste Interesse der Regierungen, ihre Agenten und bezahlte Trolle darauf anzusetzen, um die Leute Hoffnung und Vertrauen verlieren zu lassen, dass sie in Anonymous gesetzt haben. Sie wollen glaubwürdige Anonymous-Quellen, welche gegen alle Arten von Korruption kämpfen, in Misskredit bringen. Das Hauptziel der Regierungen ist es, die Leute davon abzubringen, Anonymous zuzuhören und zu unterstützen. Alle Regierungen fürchten Anonymous, weil wir sie der Korruption überführen und damit blamieren, enthüllen klassifizierte Informationen und geheime Pläne, veröffentlichen Videos, die enthüllen, dass sie von der Elite kontrolliert werden, veröffentlichen persönliche Informationen, verursachen Unterbrechungen ihrer Webseiten, die dazu gedacht sind, an Einnahmen zu kommen und die Gedanken der Massen zu beeinflussen. Wir veranlassen große Datenverluste. Die Regierungen hassen Anonymous, weil wir die gierigen Banker und Großkonzerne als deren Geldgeber entlarven, die sie an die Macht bringen mit ihren Tausenden Dollar oder Euro. Schmiergelder, um sie vor strafrechtlicher Verfolgung zu schützen, um neue Gesetze zu schaffen, die ihnen erlauben, vor Verurteilung und Inhaftierung zu fliehen, die sie nicht nur an der Menschheit begehen, sondern auch an der Umwelt. Wenn ihr also diese falschen, gefakten Profile, Seiten oder Accounts seht, entfernt euch von ihnen und entzieht eure Unterstützung. An folgenden Zeichen könnt ihr diese erkennen: falsche Anons sind zum Beispiel solche, die aus dem Namen Anonymous Kapital schlagen wollen. Sie sind egoistisch und niemals echte Anons. Sie erstellen Anonymous Webseiten, Facebook-Seiten, Twitter-Accounts und so weiter, posten Anonymous Inhalte mit einem Link, der zu einer Seite führt, auf der man zahlen muss, um die ganze Story lesen zu können. Diese Links nennt man Clickbait. Diese Clickbait-Seiten können überall aufpoppen und täuschen eine große Fanzahl vor.
Auch diese sind Wölfe im Schafspelz? Sie sind sehr clever, posten genug Anonymous-Material, um eine legitime Seite vorzutäuschen, posten jedoch lächerliches Tores und Schlagzeilen, die nichts mit den echten Anonymous-Inhalten zu tun haben, über die das ganze Anonymous-Kollektiv berichtet. Diese Seiten profitieren von jedem Klick darauf, denn je mehr Klicks sie generieren, desto mehr Werbung und Aufmerksamkeit bekommen sie. Das gleiche gilt für YouTube-Kanäle, die mit Werbetreibenden verlinkt sind. Es gibt eine Regel für alle Anons: Anonymous macht keinen Profit. Das Beunruhigende ist, dass sie immer mehr Accounts einrichten, um die Massen zu verunsichern und reinzulegen. Sie ziehen ihren Vorteil aus ihren Fans und Unterstützern und leiten die Menschen fehl, die ihnen Vertrauen entgegenbringen. Nur weil Seiten eine große Anzahl an Fans hat, muss es nicht bedeuten, dass dahinter richtige Anons stehen. Andere falsche Anons nutzen den Namen Anonymous oder Anonymous-Bilder, um Avatare für ihre Profile, Kanäle, Seiten zu erstellen und so vorzutäuschen, sie wären echt. Manche dieser Seiten haben versucht, Geld von den Nutzern zu erschleichen. Diese Seiten versuchen, Ex-Partner, ehemalige Angestellte und so weiter bloßzustellen. Anonymous ist niemandes Privatarmee. Diese Accounts stellen Anonymous in ein schlechtes Licht. Wir werden sie finden, uns mit ihnen befassen, benennen und beschämen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie haben. Andere nutzen den Namen Anonymous und Bilder der Farkas-Maske, um dubiose Dienste anzubieten, wie zum Beispiel das Hacken von Profilen, Seiten und Webseiten, Bereinigen von Krediten, bieten Informationen von Polizeiservern, bieten Informationen zu Kreditkarten an oder erwarten Union- und Bitcoin-Informationen gegen Bezahlung. All das Genannte ist Betrug und funktioniert nicht, nur dazu ersonnen, um Geld zu betrügen. Fällt niemals auf solche Scams. Zusammenfassend noch einmal die Erkennungsmaler solcher Fake-Seiten. Seiten, die kurze Artikel mit einem Clickbait-Link, die ganzen Artikel gegen Bezahlung zum Lesen freigeben. Accounts, Seiten, Profile oder Webseiten, die unter ihrem vorgetäuschten Aussehen Hackerdienste oder Anonymous-Produkte anbieten. Seiten, die Anonymous-Werbeartikel zum Verkauf anbieten. Ganz speziell die Seiten, die vorgeben, die Originalseite von Anonymous zu sein. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir dazu aufwenden, den Leuten klarzumachen, dass Anonymous weder einen offiziellen Sprecher noch eine offizielle Facebook-Seite, Twitter-Account oder offiziellen YouTube-Kanal hat. Seiten, die nicht über Anonymous-Aktivitäten, Hacks, Online-Attacken, authentische Quellen, vertrauenswürdige Quellangaben oder Links geben, um Posts zu überprüfen. Seiten, die Produkte und Werbemittel vertrieben, Regierungen, Politiker und Unternehmen oder ihre politischen Meinungen gegen andere umwerben. Anonymous unterstützt weder Regierungen, noch Politiker oder Parteien. Anonymous ist dem allem gegenüber neutral. Accounts, die kein Anonymous-Material posten und kaum über Anonymous-Operationen berichten. Darauf solltest du achten, um echte Anonymous-Accounts, Webseiten, Facebook-Seiten, YouTube-Kanäle, Anon-Profile zu erkennen. Sie unterstützen und verbreiten alle vergangenen und zukünftigen Anonymous-Aktionen, Hacks, DOS-Online-Attacken, Leaks, unterstützen Whistleblower, die unsere miesen Regierungen und Politiker entlarven, die Wahrheit über Großkonzerne und deren Pläne und Machenschaften, posten, die Elite über Brutalität der Polizei, Verschwörungen, die es wert sind, nachzuforschen und zu hinterfragen, große Unternehmen wie Monsanto in Frage stellen. Solche, die über laufende und kommende Märsche, Kundgebungen und Proteste gegen Banken, Großkonzerne und Zusammenschlüsse posten, lokal und rund um die Welt, Bilder von solchen Aktionen posten. Solche, die Interessierten erlauben, sie zu kontaktieren, die sich an Diskussionen beteiligen. Das sind sichere Zeichen, dass es sich um echte Anons handelt. Denn wenn du keinen Kontakt aufnehmen kannst, interessieren sie sich dann für deine Unterstützung. In der Schlussfolgerung: Anonymous ist niemandes Privatarmee, wir sind nicht für jene da, die uns missbrauchen wollen, um Seiten oder Accounts ihrer Angestellten oder Ex-Partner zu hacken oder rechtschaffene Leute bloßzustellen. Anonymous-Anons sind immer darum bemüht, jeden Post oder Vermutung zu untermauern oder die Quellen der Aktionen, die ihr unterstützt, zu überprüfen. Zu viel Satire ist gut heutzutage. Sie verwirrt die Massen und diskreditiert gute und ehrliche Leaks. Alle Satire-Webseiten sollten für ihre verwirrungsstiftende Berichterstattung attackiert werden. Dafür,
dass sie die Massen verwirren und entmutigen mit ihren falschen Meldungen, nur für den Spaß der Redakteure. Die Massen aufzuwecken ist kein Spaß, kein Spiel. Anonymous nimmt keine solche Satire-Seiten zu Hilfe, die die Leute leicht hinters Licht führen, und wer akzeptiert das nicht? Jeder kann Anonymous sein, doch nicht jeder ist Anonymous. Anonymous ist weltweit aktiv und echte Anons arbeiten unermüdlich und unentgeltlich, um den Menschen beizustehen, die von Ungerechtigkeit oder anderen Problemen betroffen sind, die von der Elite oder gierigen Geschäftsleuten ausgelöst werden. Inklusive Hilfe für die Obdachlosen. Das Ziel von Anonymous ist es, die Massen zu informieren, aber nicht jede Verschwörungstheorie zu verbreiten oder nachzugehen, die das Netz überfluten. All diese Verschwörungstheorien müssen überprüft werden, durchleuchtet und mit guten Links versehen, um diese zu untermauern oder zu widerlegen. Sie sind zu hinterfragen, ob es Lügen unserer arglistigen Regierungen und Gesellschaften inklusive der Pharmaindustrie sind. Der letzte Typ falscher Anon ist jener, welcher sich zu sehr an den Aktivitäten anderer Anons orientiert und eifersüchtig auf deren Feedback oder Respekt aus den Reihen der anderen Anons ist. Wahre Anons sollten sich nicht gegenseitig bekämpfen oder sich auf das fokussieren, was andere, vielleicht bekanntere Anons in ihrem Kampf gegen das Böse in dieser Welt machen. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen und mit gutem Beispiel vorangehen. Leider sehen wir sehr viel gegenseitiges Bekämpfen und Ausstechen der echten Anons. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, die wir besser dafür nutzen sollten, zusammenzuarbeiten, vereint als Einheit. Wir sind vereinigt zu einem, und das sollte niemals vergessen werden. Anons, die zusammenarbeiten, werden gemeinsam wachsen. Umso besser werden die Seiten, Gruppen und Accounts werden, desto besser können wir uns auf unsere wahren Feinde, die Eliten, korrupte Regierungen, gierige Banker, Großkonzerne und Pharmaindustrie, die Krankheiten erfinden, um diese heilen zu können, konzentrieren. Anonymous ruft alle Anons dazu auf, dies immer im Hinterkopf zu behalten und Streit der Vergangenheit beizulegen, um wieder als Einheit zu agieren. Letztlich möchte Anonymous die Neuen noch darüber informieren, dass diese falschen und gefakten Accounts, Seiten und Kanäle keine wahren Anons sind. Sie sollten ignoriert und vergessen werden, keine Unterstützung mehr bekommen. Weder von euch noch sonst jemanden. Sie sind keine echten Anons und sollen niemals der Maßstab sein, an dem das echte, weltweite Anonymous-Kollektiv gemessen wird. Anonymous steht für die Menschen und soll weiter wachsen, soll stärker werden mit echten Anons an unserer Seite. Wir wollen die Anonymous-Idee vorantreiben für das Gute und Menschliche, nicht für den Egoismus und persönlichen Gewinn. Solltest du ein Opfer dieser gefälschten, fehlleitenden Accounts, Profile, Kanäle oder Seiten sein, entlicke diese, folge ihnen nicht mehr und unterstütze lieber denjenigen, bei denen du eine solide Grundlage an dem siehst, was ein echter Anon macht. Folge denen, die das Vertrauen ihrer Unterstützer und anderer Anons genießen und der Anonymous-Idee treu bleiben. An alle Anons, an alle Hacker-Teams rund um die Welt, die unermüdlich daran arbeiten, das Böse in dieser Welt zu bekämpfen, wir wollen euch danken und euch ermutigen, weiterzumachen. Wir bitten euch, diese wichtige Nachricht zu teilen. Liebe Grüße an alle Gefährten, Brüder und Schwestern in der Anonymous-Familie und großen Respekt an all die Hacker-Teams, die Anonymous unterstützen, und letztlich auch an dich, lieber Zuseher, danke auch dir für deinen Zuspruch. Gemeinsam, vereint als eins, als das weltweite Anonymous-Kollektiv, können wir so viel erreichen. Lasst uns den Eliten, Regierungen, Großkonzernen, Pharmaindustrie und den Bankern zeigen, dass Anonymous jetzt und immer der Endboss im Internet ist. Wir sind Anonymous. Wir sind Idioten. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.